Ja, herzlich willkommen hier bei eurem Mr. Freako. Ja, das ist hier ein kleines Infovideo, also zu meinem Uploadplan eher. Also Infovideo zu meinem Uploadplan. Hier im Hintergrund läuft gerade ein altes Video, sozusagen mein erstes Video, was ich zum Testen mal aufgenommen habe von FIFA 13. Das habe ich mal zum Testen aufgenommen, von wo ich meine HDPVR neu gekauft hatte. Deswegen hatte ich das hier noch auf Festplatte, habe ich das jetzt einfach mal genommen. Und zwar, ja, wollte ich sagen, also FIFA 13 ist das, ne? Wollte ich sagen, dass ich FIFA 14 mache ich ja auch und hatte ich eigentlich beim anderen Uploadplan, anderen Infovideo schon gesagt, dass ich jeden Tag eins machen wollte. Das schaffe ich so nicht mehr. Also heute wird keins kommen. Ich weiß auch nicht, wann ihr das Video guckt. Also könnt ihr aufs Datum gucken, ne? Ich werde jetzt nur noch jeden zweiten Tag eins raushauen. Ich würde auch sagen, das hat auch eigentlich einen Vorteil, weil nach 2 Tagen ist ja mehr passiert, kann man so sagen. Und dann ist es schon interessanter. Also wenn mehr passiert, ist es ja interessanter für euch, sage ich mal so. Wenn ihr jetzt versteht, was ich meine. Wenn ich jetzt jeden Tag ein FIFA-Video mache, ist ja, wenn ich da so 2, 3 Spiele, ich schaffe ja nicht so viel zu zocken. Wenn ich da mal 2, 3 Spiele gemacht habe, ist ja nicht viel passiert. Kann ich nicht viel zeigen. Und nach 2 Tagen ist ja schon ein bisschen mehr passiert. Also ist auch ein bisschen interessanter, wenn er halt wirklich versteht, was ich meine. Ja, also jeden zweiten Tag ein Video. Und da ich ja, was ich letztes Mal auch nicht erwähnt hatte oder was ich letztes Mal noch gar nicht wusste, man kann ja die Videos, es gibt ja öffentlich und privat und alles, kann man die Videos erstellen und die halt später auf öffentlich stellen. Aber es gibt ja auch den Punkt auf geplant. Auf geplant kann man es ja auch stellen. Das wusste ich letztes Mal noch nicht. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Also wenn ich bei der Arbeit bin, also vor der Arbeit stelle ich einfach, keine Ahnung, auf 16, 17 Uhr, dass es dann freigegeben wird. Und das klappt wunderbar. Deswegen kommen jetzt meine Videos immer so zwischen 16 und 20 Uhr, würde ich mal sagen. Das ist eine ganz gute Zeit. Also FIFA, wie gesagt, FIFA 14, jeden zweiten Tag jetzt eins. Und ich mache ja noch nebenbei, wie ich beim anderen Video schon gesagt hatte, noch 2 weitere Spiele zocke ich, also Let's Play ich noch. Die kommen wie gewohnt weiter jeden Tag eins. Also jeden Tag weiter dann, was ich jetzt mache. Aber wie heißt es denn jetzt? Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Ja, werden ja auch später andere Games sein. Also auf jeden Fall, ja, dann kommen jeden Tag kommen dann 2 Videos weiter und FIFA halt jeden zweiten. Mann, Mann, Mann. Ich komme mir auch nicht mehr klar hier. Ja, was kann ich noch erzählen? Ab 21.10. habe ich Urlaub, eine Woche. Mal gucken, dann kann ich ein bisschen ordentlich was aufnehmen. Vielleicht mache ich dann noch FIFA. Ja, FIFA, nee. Lassen wir es jetzt mal. Ich wollte jetzt sagen, mache ich dann vielleicht FIFA jeden Tag, aber nee, lassen wir es jetzt mal bei den 2 Tagen, jeden zweiten Tag dann. Ja, ab 21.10. Urlaub. Mal gucken, was dann. Dann überlege ich mir was Geiles. Mache ich mal was. Was richtig Fetziges, könnt ihr gespannt sein. Dann habe ich erstmal eine Woche Zeit. Dann kann ich aufnehmen, was das Zeug hält. Ja. Ja, das Spiel läuft ja. Ich habe ein Tor gemacht. Ich habe es mir eben mal angeguckt, so. Also, das ging schon ab. Also, das ist schon ein cooles Spiel gewesen. Kann ich mich sogar noch daran erinnern, als ich das aufgenommen habe. Ist zwar schon ein bisschen her, aber. Das ist cool. Cool, war ein cooles Spiel. Ja, jetzt ist das Video noch so lang. Ich habe eigentlich gar nichts mehr zu erzählen. Das geht hier noch über 12 Minuten. Tja. Ihr könnt ja, lasst mal Kritik da. Also, ihr könnt gerne mal kommentieren und überall. Ich würde mich freuen, auch mal über einen Daumen hoch. Meinetwegen auch einen Daumen runter, wenn ihr das für richtig haltet. Wenn es auch angemessen ist, wenn ihr. Aber dann, wenn ihr einen Daumen runter gebt, kommentiert doch auch mal, warum ihr das gemacht habt. Was ihr schlecht fandet oder so. Würde mich mal wirklich interessieren, weil man muss sich auch mal verbessern, ne? Kein Meister vom Himmel gefallen, sage ich mal so. Oder kein Meister vom Baum gefallen oder wie auch immer. Ne? Und. Ja, dann kann man sich auch verbessern. Dann weiß man, was man scheiße gemacht hat oder so. Dann macht man es beim nächsten Mal besser. Ein paar Sachen weiß ich selber. Manchmal vergesse ich's,
wenn ich jetzt FIFA 14 aufgenommen habe, manchmal vergesse ich es in der Bearbeitung später, den Kommentator hier ein bisschen leiser zu machen. Bei manchen Videos habe ich, bei manchen auch nicht. Da muss ich mal gucken. Vielleicht muss ich auch im FIFA 14 selbst im Spiel das mal leiser machen. Ist, glaube ich, besser. Dann brauche ich es nicht jedes Mal nachbearbeiten. Ne? Und ja, ansonsten. Ja, mein PC ist nicht mehr der beste. Jetzt kommen wir auf meinen Rechner mal zu sprechen. Ne, das heißt, also neuere Spiele kann ich wirklich nicht zocken. Wenn, dann auf Xbox, aber ich hole mir auch meistens keine neuen Spiele für Xbox 360. Wegen teuer. Momentan keine Kohle. Weil Ausbildung und alles, ne? Eigene Bude. Dann noch ein paar andere Kleinigkeiten, die ich jetzt hier nicht unbedingt besprechen möchte. Ihr könnt mir auch mal gerne Fragen stellen. Also, mal gucken, vielleicht registriere ich mich noch bei Ask.fm, dann könnt ihr mir ein paar Fragen stellen. Ich beantworte gerne alles. Sogar private Sachen. Ja. Das Spiel ist hier in vollem Gange. Ich schaue es mir gerade hier auch. Läuft hier ab bei mir. War schon cool. FIFA, aber ich fand irgendwie doch FIFA 13 besser, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja FIFA 14 jetzt schon relativ lang jetzt gespielt, also hab's ja jetzt schon ein bisschen. Und muss wirklich sagen, ich fand FIFA 13 besser. Oder weiß ich nicht, wodurch das kam, oder ich habe FIFA 13 irgendwie mehr gespielt. Oder vielleicht liegt's daran, dass ich vor FIFA 13 kein FIFA gespielt habe. Oder beziehungsweise kein FIFA 12, kein FIFA 11. Das FIFA, das ich vor FIFA 13 hatte, das war FIFA 07. Auf dem PC hatte ich mir das mal sogar original gekauft. Nicht irgendwo runtergeladen oder so. Hatte ich mir original für den PC mal gekauft. Mein gutes Taschengeld dafür verballert. Oder woher auch immer ich das Geld hatte, weiß ich nicht mehr. Das habe ich auch nicht so lange gespielt. Ja, dann kam FIFA 13 erst und dann hatte ich halt wieder richtig Bock drauf und alles. War geil. Auch auf Xbox und so. Und online, das war irgendwie richtig geil. Bei FIFA 07 war das ja noch nicht so wirklich. Kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Und ich spiele sowieso lieber auf Konsole, aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Und ja, vielleicht war es deswegen jetzt, dass ich schon, weil ich habe FIFA 13 echt heftig gesuchtet und alles. Vielleicht ist das deswegen, dass ich jetzt mir direkt wieder FIFA 14 geholt habe und ich nicht so wirklich mehr den, ja, Lust schon, macht ja Bock, aber, ja, wie soll ich das sagen? Vielleicht war es zu viel, weil ich, ja. Vielleicht hätte ich wieder ein Jahr dazwischen Pause machen sollen und mir dann erst wieder FIFA 15 oder 16 holen oder so. Vielleicht, dass es dann wieder richtig abgeht. Naja, ich reg mich hier noch um Kopf und Kragen. Aber, naja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So, gleich ist erste Halbzeit rum. Ich weiß nicht, ob ich jetzt überhaupt noch so lange durchquatsche hier, bis das Spiel vorbei ist. Ich lasse das Video hier auf jeden Fall durchlaufen. Ihr könnt es euch bis zum Ende angucken, wie ich hier noch schön gespielt habe. Ich habe auf jeden Fall gewonnen. Wie viel stand es jetzt? Ah, 3-0. Ich bin natürlich BVB. Aber, man könnte jetzt denken, ja, aber ich gewinne bestimmt 6-0 oder so. Aber nee, es wird sogar noch ein bisschen, ja, was heißt, ja, doch, es wird noch ein bisschen spannend, kann man so sagen. Also, na gut, vielleicht habe ich dachte so, ach, bin ja in Sicherheit, mit 3-0 gewinne ich wohl das Ding, dann habe ich dann vielleicht ein bisschen luschiger gespielt, kann man so sagen. Ist ja dann meistens so. Ach, gestern habe ich auch ein geiles Spiel gehabt, ey. Ja, was heißt geil? Eigentlich schade. Auf FIFA, hier FIFA 14. Habe ich nicht aufgenommen. Schade eigentlich. Das war das Spiel. Ich habe aufgenommen und ein Spiel danach habe ich ja noch gemacht. Das habe ich dann nicht aufgenommen. Da habe ich 2-0 geführt, erste Halbzeit. Oder war das erste Halbzeit? Doch, ich meine ja. Und dann in der zweiten Halbzeit dann hat der Gegner mich noch aufgeholt, dann stand es 2-2. Dachte ich, scheiße, das kann doch alles nicht wahr sein. Ich dachte, ich gewinne das locker, weil das eigentlich
Ja, was heißt, war schon easy eigentlich. Und dann macht der Gegner auch noch in der, glaube ich, genau, in der 88. Minute macht der Gegner das 3-2. Ich dachte, nein, ich brech zusammen. Weil die ganzen vorigen Spiele auch alle verloren oder unentschieden. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Was ist denn los hier, ne? Dass ich schon wieder verliere mit 3-2, ne? Und dann ich so, komm, das mache ich noch. Dann komm, habe ich eine kleine Flanke gespielt. Und in der 90. Minute habe ich tatsächlich noch das 3-3 gemacht. Ja, leider nicht gewonnen, aber noch wenigstens auch das Unentschieden rausgeholt. Mann, 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 ey. Heftig. Aber es ist, glaube ich, so, wenn ich nur so zwei oder drei Spiele am Tag mache. Manchmal schaffe ich es ja noch nicht mal am Tag zu spielen. Manchmal lasse ich auch einen Tag aus. Ne? Da fehlt dann die Übung. Sozusagen. Die man dann nicht hat, wenn man so oft spielt. Gibt ja Leute, die zocken keine Ahnung, wie viele Stunden am Tag. Ja. Würde ich sagen, ich hoffe, es ist alles klar. Wenn nicht, ja, wie immer. Also könnt ihr gerne mal Kommentare da lassen. Ne? Ist ihm wurde ja schon gesagt. Möchte mich ja auch nicht wiederholen. Hier ist auch mal ein bisschen blöd. Ansonsten fällt mir jetzt gar nichts mehr ein. Also, wenn irgendwas Wichtiges wieder ist von meiner Seite, mache ich wieder ein kleines, kurzes, ja, was heißt kurz, so 15 Minuten, 16 Minuten oder so, oder vielleicht nochmal kürzer, mal gucken. Also ein kurzes Infovideo, wie jetzt hier. Ja, ich denke mal, das ist besser. So, da hat der Gegner das erste Tor gemacht. Tja. Ja, gerade am Köcheln hier hinten bin ich. Das duftet schon gut. Ich mache mir mal einen geilen Eintopf. Habe einfach mal Bock drauf gehabt. So, ich dachte bei Arbeit, war gerade so am Mittagessen, mein Brot da am Kauen. Dachte so, boah, irgendwie habe ich Bock heute Abend auf was richtig Geiles. Ja gut, jeder versteht was anderes unter geil, ne? Aber ich finde so einen richtig schmachtigen Eintopf, finde ich ab und zu mal richtig geil, ehrlich. Das war auch ein nice Tor hier. Besonders jetzt bei dieser Jahreszeit, wo es jetzt langsam kälter wird. Gut, heute fand ich, war es wieder Topwetter eigentlich, also angenehm mild. Aber wenn es jetzt wo kälter wird, dann mal so einen geilen Eintopf. Dann geht das schon ab, ne? Ja. Da macht er den nächsten. Jetzt geht das ab mit der Tore hier, ne? Oh, das ist schon deftig. Deftig, schmäftig. Naja, und ihr könnt mich immer noch hinzufügen für FIFA 14. Meint ihr auch für andere Games? Muss ja nicht FIFA 14 sein. Bei Xbox 360, mein Gamertag steht unten in der Beschreibung. Ne? Phoenix 1 mit 2 i. Könnt ihr mich gerne hinzufügen zur Freundesliste? Dann können wir irgendwas zusammen zocken. Vielleicht können wir ja mal Spiele vergleichen, die wir so haben. Können wir was zusammen zocken? Manchmal auch gerne zusammen Let's Playen. Ich bin für alles offen, also habe auf alles Bock. Je nachdem, wie ich Zeit habe. Ne? Natürlich im Wochenende meistens. Ja, samstags eigentlich nicht mal, weil samstags muss ich auch bis jetzt immer arbeiten in meiner Ausbildung. Ich hatte bis jetzt noch keinen Samstag frei. Ja, dafür habe ich halt einen anderen Tag frei. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm, ne? Aber sonntags habe ich immer Zeit, auf jeden Fall. Das ist ja normal. Ja, da habe ich ihn wieder schön reingedröhnt. Ja, der war doch gut gemacht. Und ja, meistens dann nach der Berufsschule. Montags und Mittwochs habe ich in der Berufsschule. Dann können wir dann auch mal. Da habe ich dann auch Zeit. Wenn nicht irgendwelche Hausaufgaben anstehen oder ich, keine Ahnung, voll am Ende bin. Nee, denke ich nicht, ne? Bin ich dann auch immer ab 15 Uhr so, stehe ich dann zur freien Verfügung. Okay, hört ihr ein bisschen scheiße an. 5-2 steht's hier, ja. Na, vielleicht kriege ich das Video doch noch voll gequatscht. So lange ist es nicht mehr. Noch 2,5 Minuten. Was macht er? Was macht er? Und? Naja. Ich versuche mir jetzt auch wieder eine
Wenn ich da ein bisschen Geld gespart habe, ich muss sogar dafür Geld sparen, ne? Heftig. Versuche mir mal wieder eine PlayStation 1 oder PlayStation 2 zu holen. PlayStation 2 hatte ich nie. Ich war immer so eher der Xbox-Fan, sag ich mal. Gut, was heißt Fan? Ich habe damals Xbox geschenkt bekommen, die erste. Und dann war man halt da. Dann war man halt auf der Xbox-Seite, sag ich mal. Hätte ich eine PlayStation 2 bekommen oder eine PlayStation? Eine PlayStation hatte ich, aber hätte ich eine PlayStation 2 bekommen, dann hätte ich mir wahrscheinlich auch später dann die PlayStation 3 geholt. Das ist einfach, tja, man ist dann einfach auf der Seite, sag ich mal. So war es bei mir immer, ne? Und, ja, wo war ich stehen geblieben? Was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, wollte ich mir mal wieder eine PlayStation 1 oder 2 holen oder vielleicht sogar beides. Mit ein paar geilen Spielen, die ich früher irgendwie, keine Ahnung, ich habe so viel verpasst zu spielen und zu zocken. Ich weiß nicht, woran das lag. Ich zocke eigentlich gern, aber irgendwie nie so richtig mal hingesetzt und so ein Spiel, so ein, Rollenspiel oder so, das richtig lange geht, hat mich dann, ja, habe ich dann irgendwie doch nie gespielt. Ich weiß nicht, woran es lag. Und das möchte ich jetzt gerne alles nachholen, was ich so verpasst habe. Hab ja einige Spiele verpasst. Und habe ich richtig Bock drauf. Auch so alt. Ich habe auch richtig Bock auf ältere Spiele. Ist für PlayStation 1 und so. Da gibt es ja einiges. Oh, und da kommt die Ecke und. Oh. Da ist das Spiel vorbei. War noch ein schönes Spielchen. Nice, nice, nice. Tja. 5-2. Schönes Ding. Oh, ich verbleibe in der aktuellen Liga. Naja, das waren noch Zeiten hier. Ja, das Video ist vorbei. Verabschiede ich mich hier. Vielen Dank fürs Zuhören und Zugucken. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr meine Videos euch reinpfeift, euch anguckt. Ciao Leute, hier war eure Mr. Freako.